Wie ihr seht, bin ich hier gerade am Renovieren und ich werde euch heute zeigen, wie ihr ganz leicht eure alten Tapeten von der Wand runterbekommt. Es gibt eigentlich nur zwei Sachen, auf die ihr achten müsst. Und zwar einmal, dass ihr die Wand richtig schön einritzt. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, wie ihr seht. Am besten fangt ihr ganz oben an, damit ihr später die Tapete auch schön von oben nach unten abziehen könnt. Und das zweite, worauf ihr achten müsst, ist eigentlich nur, dass ihr die Wand jetzt richtig schön nass macht. Ich mache das hier mit so einer Spritzflasche, ihr könnt es aber auch mit einem Schwamm machen oder wie auch immer. Wichtig ist nur, dass die Wand auf jeden Fall richtig schön nass gemacht wird. Damit das Wasser jetzt quasi in diese Ritzen reinlaufen können, in die Tapete, die wir gemacht haben, und dort hinter den Kleber auf der Wand lösen können. Ihr müsst das Ganze bestimmt so zwei, dreimal machen, lasst es richtig schön einweichen und dann werdet ihr sehen, könnt ihr die Tapeten richtig schön von der Wand runterziehen. So, ich habe die Wand jetzt schon zweimal ordentlich nass gemacht. Wir müssen mal schauen, ob das ausreicht. Ich hoffe, dass sich die Tapete jetzt ordentlich und einfach lösen lässt. Wie gesagt, fangt am besten ganz oben an. Ich fange jetzt mal eben hier an, weil ich jetzt die Kamera nicht auf der Leiter stehe und wir schauen einfach mal, ob das schon ausreicht oder ob ich sie noch weiter nass machen muss. Na, und ihr seht hier, die lässt sich spielend leicht von der Wand lösen. Also, Wand immer schön einritzen, richtig schön nass machen und dann können die Tapete so von der Wand lösen ohne Probleme. Ich fange jetzt hier ganz oben an, weil das mehr Sinn macht, dass man die von oben nach unten schön abziehen kann. Ja, probiert es aus. Viel Erfolg!